Der Hügel in Essen. Synonym für das Anwesen der vielleicht schillerndsten industriellen Dynastie in Deutschland. Zu ihren besten Zeiten herrschte die Familie Krupp über ein gigantisches Reich von Fabriken, Förderanlagen und Hochöfen, über ein Heer von Arbeitern, die sich selbstbewusst als Kruppianer bezeichneten. Stahl hieß das Zauberwort der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert und die Krupps waren die Magier des wirtschaftlichen Aufstiegs im Ruhrgebiet. Alfred vollbrachte kühlkalkuliert den Aufstieg. Friedrich Alfred, sein Sohn, vereinte Erfolg und Skandal. Er starb ohne männlichen Erben und hinterließ die Firma seiner ältesten Tochter. Bertha Krupp und ihr Gatte Gustav von Bohlen und Halbach erlebten Boomzeiten und Wirtschaftskrisen, Potentaten und Diktaturen. Nach zwei verlorenen Weltkriegen behielt der Name Krupp zwar seinen Nimbus, die Familie aber verlor an Einfluss. Bis heute ist der Mythos ungebrochen. Ohne den Essener Stahlgiganten hätte das Revier vielleicht nie so große Bedeutung erlangt. Und wäre die Familiengeschichte nicht, so hätte der Name nicht seinen ehernen Klang. Das ist sicherlich ein besonderer Bestandteil, dass die Familie und die Firma sich gegenseitig ja immer so gestützt haben. Alles, was in den Vorgenerationen ja auch unternommen wurde, ob es der Firma gut oder schlecht ging, stand ja bei allen Überlegungen immer das Wohl der Firma im Vordergrund. Nicht unbedingt das Wohl der Familie, immer das Wohl der Firma. Und das ist, glaube ich, eine der großen Unterschiede zum Beispiel sehr großen Familienfirmen, wo natürlich auch so viele dran beteiligt sind, direkt oder vor allen Dingen indirekt, die eher davon auch abhängen, die auch finanziell davon abhängen, wo man oft natürlich das Gefühl hat, also dann lieber doch für die Familie noch eine Ausschüttung, ob sich die Firma erlauben kann oder nicht. Und hier ist, glaube ich, grundsätzlich bei Krupp kann man sagen, ist seit eh und je diese Vorgabe, das Wohl der Firma und das Wohl der Mitarbeiter ist das absolute oberste Ziel. Vor 200 Jahren wurde die Firma Friedrich Krupp in Essen gegründet. Doch wie so oft gibt es eine Geschichte vor der Geschichte. Die Krupps leben schon seit Jahrhunderten in Essen. Die siedeln im 16. Jahrhundert in Essen ein. Das ist um 1567 ist Peter I. Krupp Arndt Kreupe, holländischer Name, in Essen erwähnt. Sehr wahrscheinlich sind es Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden, die in der Zeit der Gegenreformation, also der spanischen Gegenreformation in den Niederlanden ins damals evangelische Essen übergesiedelt sind. Und sie verbinden sich sehr geschickt mit anderen Glaubensflüchtlingen, den Heussens und anderen Essener Patrizierfamilien und bilden innerhalb der Essener Bürgerschaft so etwas wie einen eigenen Familienverband, der über verwandtschaftliche Heiratsbeziehungen sich in Essen etabliert und dann auch in die Spitze des Essener Patriziats vorrückt. Die Familie Krupp betreibt einen Kolonialwarenhandel für Produkte aus Übersee und wird mit dem Verkauf von Tabak, Kaffee und Gewürzen wohlhabend. Sie bewohnt ein stattliches Gebäude am Flachsmarkt. Essen war Anfang des 19. Jahrhunderts ein Landstädtchen mit der Betonung auf Städtchen. Also hier lebten 2.000 bis 3.000 Menschen, also man kann von einem größeren Dorf sprechen. Innerhalb der Stadtmauern, der mittelalterlichen Stadtmauern, weideten die Kühe, weil die Bebauung und die Bevölkerung in der Stadt gar nicht mehr ausreichte. Also in diesem wirklich kleinen, beschaulichen Städtchen herrschte übrigens auch nicht eine deutsche Bevölkerung, sondern das war die Zeit der französischen Besatzung, also der napoleonischen Besatzung. Und in dieser Zeit wehte die Trikolore über dem Essener Rathaus, also eine besetzte rheinische Kleinstadt. Am 20. November 1811 gründet Friedrich Krupp mit dem Vermögen seiner verstorbenen Großmutter auf der Essener Walkmühle eine Firma zur Produktion von Gussstahl, kaum größer als eine Dorfschmiede. Das ist natürlich am Anfang eine wirklich sehr, sehr kleine und man könnte sagen unbedeutende Firma, nicht ein mittelständisches Unternehmen, wirklich ein Kleinstunternehmen, das aber ein sehr spezielles Produkt gemacht hat. Was auch interessant ist, ist, dass man
jahrelang, also fast 30 Jahre lang, nur Verluste gemacht hat. Bei Krupp wurde immer eigentlich von Friedrich Krupp selbst, dann von seinen Verwandten, von den Freunden, Bekannten, Geld einbezahlt, einfach um eine Idee ans Leben zu halten. Nur ein Scherenschnitt überliefert die Züge des 24 Jahre alten Gründers, der sein Leben nicht als Händler von Spezereien verbringen mag und lieber Stahlfabrikant sein möchte. Die Produktion von Stahl in Deutschland ist keine Erfindung, sondern ist eine Nachempfindung. Also Stahl, Sheffield-Stahl, wird in England produziert und in Deutschland hat man nicht das Know-how. Und jetzt versucht man, gerade auch die Krupps, also Friedrich Krupp, versucht in so einer Art alchemistischem Verfahren diesen Stahl nachzuerfinden. Und man glaubt am Anfang in den ersten Tagen an Rezepte. Also man engagiert oder verbindet sich mit dubiosen Gestalten, die behaupten, sie hätten das richtige Rezept zu Stahl zu kochen. Das ist natürlich alles Unsinn, denn letztendlich geht es hier um Erfahrungswissen. Die Idee ist, Gussstahl nach englischem Art in Deutschland einzuführen, mit einem bestimmten Schmelzprozess in einem tönenden Tegel. Das war am Anfang sehr, sehr schwierig, also die Proportionen richtig zu halten, um eigentlich keine Produkte zu haben, die dann brachen. Ich meine, von dem, was er gemacht hat, dass er eigentlich begeistert war von einer bestimmten Idee. Also er war bestimmt nicht ein Krämer-Typ oder ein Händler-Typ. Also er hat gemeint, das wird richtig funktionieren einmal. Aber er muss das immer nur weiterverfolgen, bis die technischen Prozesse da richtig ablaufen. Es geht um immer wieder neues Ausprobieren von chemischen Zusammensetzungen, von Zufuhr, von Luft, von ganz bestimmten physikalischen Verfahren und chemischen Verbindungen, die Stahl hergeben. Und durch sehr viel Know-how, Kenntnis und Erfahrung gelingt es dann Friedrich Krupp letztendlich nach unzähligen Versuchen, diesen englischen Stahl in gleicher Qualität und am Ende übrigens in besserer Qualität zu produzieren. Friedrichs Vision wird erst nach Jahrzehnten Wirklichkeit. 100 Jahre nach der Gründung der Firma kochen zigtausend Krupp-Arbeiter Stahl, der auf der ganzen Welt verkauft wird. Die Nachfahren beteuern, nur der unbezähmbare Wille des Gründers habe den frühen Ruin verhindert. Tatsächlich steht der Betrieb mehrmals vor dem Aus. Nur mit Glück und frischem Geld vermeiden Friedrich und seine Frau Therese den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Bis 1826 eine Krankheit den wagemutigen Fabrikanten dahinrafft. Als der Gründer der Firma Krupp, Friedrich Krupp, jung stirbt, hat er im Prinzip ein Vermögen, das man nach heutigen Maßstäben im Millionenbereich ansetzen kann, also mit sehr vielen Immobilien, letztendlich zerstört. Er hatte das komplette Familienvermögen, das über 300 Jahre zusammengetragen wurde durch diese Patrizierfamilie, verbraucht, zerstört. Er war ein Bankrotteur, muss man ganz deutlich sagen. Er war verarmt und seine Witwe und die drei heranwachsenden jungen Kinder standen vom Nichts, vom Aus. Sie lebten in einem ganz kleinen Betriebshaus direkt neben diesen winzigen Produktionsstätte, die man an der Altendorfer Straße errichtet hatte. Und letztendlich war die Firma zerstört. Neben der 1818 errichteten Gussstahlfabrik steht ein kleines Aufseherhaus, in das die Familie kurz vor Friedrichs Tod gezogen ist. Sein ältester Sohn und Erbe Alfred wird das winzige Häuschen später als Stammhaus zu einem Kleinod der Krupp-Saga machen und auf dem Firmengelände als Mahnmal für die bescheidenen Anfänge des Konzerns pflegen. Weil das Original im Zweiten Weltkrieg von alliierten Bomben zerstört wurde, steht heute eine maßstabsgetreue Rekonstruktion auf dem Firmengelände von ThyssenKrupp an der Altendorfer Straße in Essen. Das Stammhaus hat sicherlich einen großen symbolischen Charakter, definitiv für die Entwicklung der Firma und die Darstellung. Und es ist ja auch heute so signifikant zu sehen, wie dieses kleine, ja absolut zierliche kleine Stammhaus jetzt platziert ist neben der neuen Hauptverwaltung des ThyssenKrupp-Konzerns, um eben einfach mal zu zeigen, was in diesen 200 Jahren passiert ist, dass eben aus so einem winzigen kleinen Haus eigentlich ein solcher Weltkonzern erwachsen ist. Doch zunächst steht das Stammhaus für unternehmerisches Versagen und den Niedergang einer wohlhabenden und angesehenen Bürgerfamilie,
die in bescheidenen Verhältnissen zu leben gezwungen ist. Nach Friedrichs Tod steuert die Firma auf ein ruhmloses Ende zu. Seine Mutter übernimmt die Verantwortung für die Finanzen, verweigert aber neue Kredite. So bleibt der Witwe nichts anderes übrig, als sich in die Tradition starker Frauen in der Familie zu stellen. Die Großmutter von Friedrich Krupp war schon eine eigentlich sehr bedeutende Geschäftsfrau, die auch die gute Hoffnungshütte für eine Zeit besaß und dann verkaufte. Und die Mutter von Friedrich Krupp hatte etwas gemacht, aber die Frau musste als Witwe dann noch die Betriebe weiterführen. Das scheint erstaunlich zu sein, wenn man das von heutiger Sicht sieht. Aber war eigentlich in der Zeit der Französischen Revolution nicht so unüblich. Also einige andere französische, auch deutsche Unternehmen wurden von Frauen, vor allem von Witwen geleitet, weil die Sterblichkeit ja ziemlich hoch war. Friedrich Krupp ist jung gestorben an Tuberkulose. Einige von den französischen Industriellen sind auf der Guillotine gestorben und da haben die Witwen weitergemacht. Therese Krupp versichert per Anzeige, das Geheimnis der Bereitung des Gussstahls sei durch das frühe Hinscheiden des Gatten nicht verloren. Das Alter des Erben aber verschweigt sie. Der Sohn Alfred, mit 14 Jahren, musste die Schule verlassen und in diesem väterlichen Betrieb dann eintreten, schaffte es in seiner Lebenszeit, einen Betrieb von 4 Mitarbeitern auf immerhin 20.000 Mitarbeiter zu expandieren. Also er ist der eigentliche Wiederbegründer der Firma, er ist der Retter der Firma und eigentlich wird die Geschichte der Familie Krupp immer mit Alfred und nicht mit seinem Vater Friedrich in Verbindung gebracht. Sein Credo hält Alfred Krupp 1873 in einem Schriftstück fest, das er an die Beschäftigten des Unternehmens verteilen lässt. Wer mit schwerer Arbeit um sein Brot gekämpft hat, heißt es darin, der hat sich als tüchtig bewährt zur Meisterschaft, zum Werkführer und höher hinauf. Das ist der Mann. Verfolg von Studien, Kunst oder anderer Passionen lehnt der Patriarch vehement ab. Man dürfe die Arbeit, so rät er seinen Untergebenen, nicht als eine unangenehme, notwendige Bedingung für Lohn und Unterhalt betrachten, sondern ihr mit Lust nachgehen. Der Geschäftsmann müsse unpolitisch sein, behauptet er. Mit Äußerungen wie »Wir haben keine Zeit für Lektüre, Politik und so weiter« prägt er auch die Haltung seiner Nachfahren. Alfred Krupp war sicherlich derjenige, dem man zusprechen muss, dass er die Firma zu der Weltgeltung gebracht hat, die sie ist. Der war derjenige, der diesen unglaublichen Antrieb hatte, die Firma auch auszubauen. Sein Vater war derjenige, der die Technik, den Stahl, den Gussstahl, die Qualität erfunden hat, der sich darin verbissen hatte. Und Alfred war derjenige, der das Unternehmen zur Weltgeltung bringen wollte und konnte. Er hat eigentlich eine weite Sicht gehabt, also nicht nur das technische Interesse, was sein Vater gehabt hat, aber auch ein geschäftliches Interesse. Er wusste, dass man also nicht nur in Deutschland verkaufen musste, um erfolgreich zu sein, sondern auch in anderen Ländern, also in Italien, in Frankreich, in Russland. Doch wie gelang es Alfred Krupp, den maroden Betrieb des Vaters in Schwung zu bringen? Zunächst setzt er auf den überschaubaren Markt für Münzprägestempel. Ab 1830 produziert Krupp Gold- und Silberwalzen. Das Unternehmen schreibt trotzdem weiter rote Zahlen. Ab 1840 verlegt sich die Firma auf die Herstellung von Walzen für Besteck, mit der bis zu 1800 Löffel täglich gefertigt werden können. Schließlich entdeckt Krupp das Potenzial der Produktion von Waffen. Kann man den ersten Gründer Friedrich Krupp als besessenen Hasardeur bezeichnen, so ist Alfred Krupp der geniale Geschäftsmann und auch sicherlich besessene Erfinder.
Also er ist der, der jede neue Produktionsform von Stahl sofort adaptiert, sofort in seinen Firmen einführt, die Rechte darauf erwirbt. Er ist derjenige, der nach England geht und dort, wie man heute sagen würde, die Industriespionage betreibt, also die das englische Know-how versucht, für seine Firma zu adaptieren. Er hat einen Innovationsgeist und einen Erfindergeist, wie man den auch unter diesen Industriepionieren der Frühzeit nur selten antrifft. Er ist letztendlich der geniale Unternehmer, der sowohl die technischen Prozesse als auch die kaufmännischen Fähigkeiten und übrigens auch die propagandistischen Elemente beherrscht. Denn er ist derjenige, der auf die Weltausstellung geht und diese kleine, junge Firma Krupp weltweit etabliert. Eigenhändig entwirft Alfred immer neue Maschinen und Bearbeitungsinstrumente, um den besonders geschmeidigen Stahl seines Werks zu formen, der immer häufiger bei der Herstellung von Rüstungsgütern Verwendung findet. Die Engländer sollen Augen machen, schreibt er 1851 an sein Direktorium, bevor er eine auf Hochglanz polierte Gussstahlkanone auf der Weltausstellung in London präsentiert. Der Kanonenkönig Krupp ist geboren. Schon bald verfügt die Firma über ein breites Portfolio von Waffen für militärische Auseinandersetzungen aller Art. Ein Werbeblatt aus dem Jahr 1857 präsentiert ungeniert die erlauchte Kundschaft als königliche Konterfeis auf Goldmedaillen und dokumentiert stolz die Ausdehnung der Fabrikanlage in Essen. Dass die Firma zwischenzeitlich auch mal zahlungsunfähig war, verschweigt der imposante Prospekt. Alfred Krupp hat viele geschäftliche Ideen gehabt. Aber er hat auch eine sehr wichtige Idee gehabt, dass man eigentlich im 19. Jahrhundert in Preußen mit dem Staat zusammenarbeiten musste. Und das war schon, also eigentlich durch die Arbeit an den Münzprägemaschinen wichtig, dass man da mit der staatlichen Münze verhandelte. Aber dann später, wenn es um Patente ging für die Eisenbahnräder, also diese nahtlose Reifen für die Eisenbahn, die dann in den 40er Jahren sehr, sehr wichtig wurde, natürlich für die preußische Industrialisierung. Da hat er immer den Gedanken gehabt, das geht nicht ohne den Staat. In ganz Europa trägt der Siegeszug der Eisenbahn zum rapiden Wachstum der Volkswirtschaften bei. Und so verhilft die Massenfertigung von Eisenbahnausrüstung der Firma Krupp letztlich zum Durchbruch. Die Konkurrenz von Produzenten für Achsen, Federn und Radreifen ist groß. Die Direktoren der staatlichen Eisenbahnverwaltungen können sich ihre Geschäftspartner aussuchen. Alfred Krupp setzt sich für zähen, weichen und jedem Stoß gewachsenen Stahl ein, unterliegt aber jenen, die möglichst hartes Material empfehlen, um die Abnutzung zu verhindern und die Betriebskosten herabzusetzen. Krupp bezeichnet Brüche als unvermeidlich. Seine Warnungen verhallen zunächst ungehört. Seit 1835 verfügt die Krupp-Fabrik in Essen über von Dampfmaschinen betriebene Hammerwerke, die die immer größeren Blöcke bearbeiten. Vorteil des Krupp-Stahls: er wird kalt gebogen und bleibt so geschmeidiger als Stahl, der in rotglühendem Zustand bearbeitet wird. Immer komplizierter werden die Verfahren. Es ist richtig, dass die Konkurrenz ja im 19. Jahrhundert sehr stark war. Man kann das an der englischen Industrialisierung sehr gut sehen. Die großen Erfinder in England, Leute wie James Watt oder Matthew Boulton oder auch die Eisenbahngründer, die wurden nie reich. Also es ist ganz im Gegensatz zu Amerika, später im 19. Jahrhundert, wo die großen Eisenbahnleute sehr, sehr reich werden und die großen Stahlleute sehr reich werden. Also die Konkurrenz hat dafür gesorgt, dass die Profite eigentlich durch den Wettbewerb dann weggemacht werden. Und was ist die Antwort darauf? Also man muss eigentlich eine sehr spezielle Produktion haben. Und das war am Anfang bei Krupp mit speziellen Werkzeugen. Also das war das Betätigungsfeld am Anfang. Man ist zur Massenproduktion über die Eisenbahn und über die Räder gekommen. Die Auftragsbücher sind voll. 30.000 Stück fertigen die Arbeiter pro Jahr. Der nahtlose Radreifen wird zum Symbol der Firma Krupp
Der Chef selbst entwirft später das berühmte Firmenlogo mit den drei übereinandergelegten Radreifen. Doch eine wichtige Veränderung fehlt noch. Auf dem Papier gehört die Firma Alfreds Mutter. Seine beiden Brüder haben Erbansprüche. Doch der Firmenchef ist misstrauisch, wittert nicht nur unter der Belegschaft Spione der Konkurrenz, sondern beschuldigt die Brüder geheimer Intrigen. Schließlich erwirbt er allein die Fabriken zu einem günstigen Preis. Unter Druck lassen sich die anderen Erben auszahlen und verlassen Essen. Alfred Krupp ist nun Alleinbesitzer der Firma, die er als sein Kind und seine Braut bezeichnet. Nach dem Tod der Mutter heiratet er die 20 Jahre jüngere Bertha Eichhoff. Doch der Versuch, eine glückliche Ehe zu führen, scheitert kläglich. Um seine junge Frau zufriedenzustellen, baut Alfred ihr auf dem Fabrikgelände ein neues Haus mit Wintergarten und einer Orangerie, umgeben von kleinen französischen Gärten. Zwar wird ein Stammhalter geboren, danach verbringt Bertha ihre Zeit lieber in Bädern und Kurorten als in Essen, während der Gatte immer weiter aufsteigt. Alfred Krupp hat sich als Symbol des neuen Deutschlands gefühlt. Er hat auch eine persönliche Verbindung zu dem preußischen König, dem späteren Kaiser Wilhelm, und macht ein sehr interessantes Gleichnis zwischen dem Expansionsstreben Preußens und der Expansion seiner eigenen Firma. Also wenn Preußen sich so vergrößern kann, dann kann eine Stahlfirma das auch machen. Also er musste sich dann in Berlin irgendwie bekannt machen. Und eigentlich durch diese Wille, mit dem Staat ein gutes Verhältnis zu haben, ist er dann zur Militärproduktion gekommen. Filmaufnahmen kurz vor dem Ersten Weltkrieg zeigen die Waffenschmiede der Nation. Mitte des 19. Jahrhunderts will sich Alfred Krupp noch auf die Herstellung anderer Erfolgsprodukte konzentrieren. Doch Fachleute stellen rasch fest, dass sein Stahlkanonenrohr durch Zähigkeit und Härte jedes andere Metall übertrifft. Krupp wittert ein gutes Geschäft, doch der preußische Staat hält sich zurück. Die Kosten seien zu hoch, ein Bedarf nicht vorhanden, heißt es. Andere Staaten wie Ägypten und Russland zeigen weniger Zurückhaltung. Wie so viele Potentaten in späteren Jahrzehnten wissen die Autokraten in Kairo und St. Petersburg die Schlagkraft Kruppscher Kanonen zu schätzen. Man müsste auch sagen, auch bei Rüstungen, dass das in dieser Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, eigentlich nicht nur auf Preußen oder auf Deutschland bezogen war. Die Firma Krupp hat auch viele andere Länder beliefert, zum Teil nicht-europäische Länder, Brasilien, Ägypten, China, aber auch die europäischen Länder. Also das Einzige, was in den 70er Jahren nicht geliefert wurde, wurde an Frankreich. Aber sonst waren alle Länder dabei. Also man hat sich sehr auch um englische Aufträge zum Beispiel gesorgt. Auf eigenen Schießständen können betuchte Kunden Probeschüsse der verschiedenen Modelle begutachten. Die Produktion von Artilleriegeschützen wächst stetig. Auch Preußen kauft inzwischen in großem Stil bei Krupp ein. Und die Kanonen können Kriege entscheiden. Als Alfred Krupp erfährt, dass das Kriegsministerium in Berlin Aufträge ausschreiben will, rast er vor Zorn und droht mit Lieferungen an die Feinde Preußens. Dazu kommt es nicht. Und so trägt die Artillerie im Krieg gegen Frankreich 1870-71 entscheidend zum Sieg bei. Ein Foto dokumentiert das Zerstörungswerk der Produkte aus dem Hause Krupp. Preußens König triumphiert und lässt sich im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser krönen. Eine Zeitung verleiht Alfred Krupp den Beinamen Kanonenkönig. Dem gefällt der Titel so gut, dass er Kopien des Artikels an seine Kunden schickt. Das sind wirklich vielleicht zwei große Wellen der Expansion.
in den 50er, 60er Jahre. Also zur Zeit der Revolution ist das eigentlich ein sehr kleines Unternehmen gewesen, ein mittelständisches Unternehmen. Aber zur Zeit der Reichsgründung 71 ist das schon wirklich ein Großunternehmen und das ist repräsentativ für das neue Deutschland. Das beruhte vor allem auf die Anwendung des Bessemer-Prozesses. Unter strenger Geheimhaltung hat Krupp das neue Verfahren aus England eingeführt, bei dem ein Konverter Luft in das geschmolzene Roheisen pumpt. Mit der neuen Methode lässt sich in 20 Minuten die gleiche Stahlmenge produzieren, für die man vorher 24 Stunden brauchte. Immer aufwendiger werden die Verfahren zum Einschmelzen von Stahl. Die Werkstücke sind immer größer und komplizierter. Und so steigen auch die Anforderungen an die Arbeiter bei Krupp. Alfred Krupp weiß um die Bedeutung seiner Stammkräfte, die er auch in Krisenzeiten in der Firma behält. Für Krupp ist das immer wichtig gewesen, dass er und seine Firma sehr spezielle Produkte machten, die sehr kostspielig waren, sehr aufwendig und die eigentlich leicht durch einen menschlichen Fehler zerstört werden konnten. Also so dass bei diesen Tiegeln für die Schmelze wurden immer größer und größer und das brauchte große Arbeitskraft, aber auch große Geschicklichkeit, diese Tiegeln über die Werkstatt zu bewegen. Da ist es leicht möglich, wenn ein Arbeiter müde ist oder unwillig oder sauer ist, dass etwas kaputt geht. Und das wollte man unbedingt vermeiden. Und aus diesen Gründen, meine ich vor allem, ist man zu dem Ergebnis gekommen, man muss eigentlich die Arbeiter sehr gut behandeln und demonstrativ besser als die konkurrierenden Werke, um eine Loyalität zu erzeugen, um die hohe Qualität sicherzustellen. Doch der Patriarch entwickelt mit den Jahren immer mehr Misstrauen gegen seine Arbeiter, versucht sie mit abstrusen Vorschriften gegen Herumtreiber und Eckenhüter zu disziplinieren. Im Gegenzug für Loyalität ermöglicht Krupp betriebliche Versorgung für Krankheit und Alter. Außer einer allgemeinen Kranken- und Sterbekasse gibt es ein Pensionsreglement, in das die Arbeiter aus eigener Tasche einzahlen. Wer entlassen wird, verliert seine Ansprüche. Dann war das auch verbunden mit Krankenhäusern und Schulen und Kindergärten und Wohnungen, die eigentlich für diese Zeit recht großzügig gewesen sind. Also so, dass die Arbeiter wirklich etwas zu verlieren hätten, wenn sie einen Arbeitskampf aufnehmen würden. Es war auf der einen Seite so, dass Krupp seine Arbeiter sehr gut behandeln wollte, aber auf der anderen Seite war er streng gegen die Sozialistische Partei, gegen Gewerkschaften. Er wollte nicht, dass seine Arbeiter organisiert wurden und er wollte keine Agitatoren, die von außen einen Einfluss auf die Firmen nehmen könnten. Alfred Krupp verteidigt seine absolute Herrschaft gegen den wachsenden Einfluss von Arbeitnehmervertretern. Er will Herr im eigenen Hause bleiben, wie er sagt. Arbeiter müssten wie eigensinnige Kinder behandelt werden. Höhere Politik treiben, unterrichtet er seine Leute 1877 in einer Denkschrift, erfordert mehr freie Zeit und Einblicke in die Verhältnisse, als dem Arbeiter verliehen ist. Wer sich mit seinen Forderungen arrangiert, darf in einem der neu geschaffenen Arbeiterviertel wohnen und in den Krupp-eigenen Konsumanstalten einkaufen. Doch die Kruppianer unterliegen dort einer rigiden Kontrolle durch Aufsichtsbeamte. Die hätten, so berichtet ein Chronist, sogar Abfalleimer inspiziert, um kritische Zeitungen und Flugblätter zu finden. Ein Menschenfeind sei der Patriarch gewesen, behaupten Kritiker. Er habe auch mit seiner Familie lieber korrespondiert als gesprochen. Zeitlebens bleibt er vor allem seinem Unternehmen und der Sache verbunden. Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein, heißt sein viel zitiertes Motto. Dann bringt Arbeit Segen, dann ist Arbeit Gebet. Ein Denkmal setzt sich der eigenbrötlerische Konzernlenker mit seinem letzten Wohnsitz in Essen,
den er ab 1870 errichten lässt. Krupp hält nicht viel von Architekten, die zu Geldverschwendung neigten. Und so entsteht nach eigenhändigen Entwürfen ein monströses Wahrzeichen für die Materialien Stein, Eisen und Stahl. Holz darf auf Weisung des Bauherrn nicht verwendet werden, weil er sich vor Feuer fürchtet. Der Palast des Stahlmagnaten dient in erster Linie repräsentativen Zwecken. Die Villa Hügel, das größte Wohnhaus Deutschlands mit 283 Zimmern als Wohnhaus zugelassen, ist natürlich eine skurrile Einrichtung. Die Villa ist ja nicht im klassischen Sinne schön, also sie hat nicht einen bestimmten Baustil, sondern ist ein Konglomerat von industriellem Gestaltungswillen, Bauzitaten verschiedener Bauepochen und einem hohen modernen Wohnstandard, der aber teilweise auch nicht richtig funktioniert hat. Also diese Villa ist auf der einen Seite architektonisch teilweise misslungen, auf der anderen Seite ist sie aber immer noch, auch heute, der zentrale repräsentative Mittelpunkt nicht nur Essens, sondern des Ruhrgebietes. Die Holzvertäfelungen in der gigantomanischen Wohnhalle wurden erst später eingebaut. Unter Alfred Krupp ließen sich die Fenster nicht öffnen, um den Gefahren der Zugluft zu begegnen. Schon bald nach dem Einzug empfindet die Familie das überdimensionierte Domizil als ungemütlich und bedrückend. Bertha Krupp zieht 1882 resigniert nach Leipzig. Der gemeinsame Sohn bezieht eine Junggesellenwohnung im Nebenhaus. Der Patriarch verbringt seine Abende einsam, umsorgt von Dienstboten. Er ist ein Einzelgänger. Behält viele Geheimnisse für sich, er findet das schwierig zu delegieren. Er will alles kontrollieren, auch wenn das Unternehmen wächst und man ein Management haben muss. Das nannte sich am Anfang Prokura. Aber das wurde auch sehr, sehr streng von ihm kontrolliert. Also im Gegensatz zu anderen Unternehmen, wo, wenn die größer werden, haben die wirklich mehr delegiert und auch mehr in Abteilungen gearbeitet. Aber bei Krupp war alles zentralistisch. Mit zunehmendem Alter wird der Hypochonder immer unleidlicher und misstrauischer. Seinem Sohn rät er in einem Brief, in der Wahl seiner Freunde sehr vorsichtig zu sein. Er ist der festen Überzeugung, alles werde immer im Besitz der Familie bleiben. Nachdem Krupp 1874 eine die Firma in ihrer Existenz bedrohende Finanzkrise überstanden hat, laufen die Geschäfte vor allem mit Eisenbahnzubehör wieder prächtig. Krupp besitzt 300 Erzlagerstätten und zahlreiche Hüttenwerke im ganzen Land. Die Massenfertigung von Schienen revolutioniert das Transportwesen. Ganz Deutschland ist von Eisenbahnverbindungen durchzogen. Krupp liefert seine Produkte bis nach China. Man muss sich denken, dass er und seine Firma ja durch die Eisenbahn groß geworden sind. Und er wollte das auch überkontinental ausdehnen. Er wollte Eisenbahnen in Ägypten und in China bauen. Aber wenn man fragt, was kommt nach der Eisenbahn, also was ist die neue Technologie, dann ist das wohl die Schifffahrt. Und da waren auch sehr, sehr bedeutende Innovationen, Erneuerungen Mitte des 19. Jahrhunderts, in den 60er, 70er Jahren, also wo die Entscheidung dann gemacht wird, später die Germania-Werft zu kaufen. Und das war nicht nur, dass da Kriegsschiffe gebaut wurden, es war auch für die Handelsmarine, hat man gedacht. Also Schiffe sind eigentlich die Zukunft. Seit Jahrzehnten schon fertigt Krupp Antriebswellen für Schiffsschrauben. Zunächst für Yachten und Frachter, später sogar für Transatlantikdampfer. Erst 1875 verlegt sich die Firma auf die Ausstattung der deutschen Kriegsflotte, die binnen weniger Jahrzehnte der britischen Admiralität den Rang ablaufen möchte und bis zum Ersten Weltkrieg immer größere Kreuzer und Schlachtschiffe in Auftrag gibt. Die Expansion auf diesem Gebiet aber wird erst der Nachfolger, Friedrich Alfred Krupp, in Angriff nehmen. Schon zu Lebzeiten eine Legende, stirbt Alfred Krupp am 14. Juli 1887 im Alter von 75 Jahren. Sein einziger Sohn übernimmt nur widerwillig die Rolle des Fabrikanten.
Der Sohn ist wissenschaftlicher als der Vater. Er will Naturwissenschaft, Chemie studieren. Der Vater ist strikt dagegen, meint, dass Universitäten und technisches Studium eigentlich nichts taugen. Also was gilt bei dem Vater ist das Praktische. Der Sohn ist eigentlich moderner und das ist natürlich auch eigentlich der zeitgemäß in dieser Zeit, also dass die moderne Industrie sich dann doch sehr eng im Verhältnis zum Laborwesen und zu Fortschritten in der Naturwissenschaft steht. Aber Friedrich Alfred Krupp hatte auch ein größeres Interesse, also an Sachen, was nicht direkt mit der Firma zusammenhing, also marine Biologie im Mittelmeer oder auch diese naturwissenschaftliche, philosophische Thesen von Haeckel, also Rätsel des Universums, Welträtsel. Also es war eine Art mystische Attraktion für die Wissenschaft bei Friedrich Alfred Krupp. Friedrich Alfred ist eigentlich die unterschätzte Figur, auch in der Legenden- und Mythenbildung der Firma. Denn Friedrich Alfred hat eigentlich die Firma zur Weltfirma gemacht. Er betreibt die Verwissenschaftlichung der Produktion. Und wenn man in Deutschland, in der deutschen Industrie von wirklich wertschöpfenden Maßnahmen sprechen kann, dann ist es die Verwissenschaftlichung und der hohe Grad an Innovationskraft in der Industrie, die eigentlich eher in Bereichen der chemischen Industrie, des Autobaus oder im Werkzeugbau vorhanden ist. Aber Friedrich Alfred schafft es, das eben in der Stahlproduktion einzusetzen. Der hohe Grad an Verwissenschaftlichung der Produktion führt dazu, dass die Firma letztendlich zur Weltfirma expandiert und auch die nachfolgende Zeit überdauert und heute noch besteht. 1882 hat Friedrich Alfred Margarete von Ende geheiratet. Der Vater blieb der Vermählung fern, lernte aber dann die resolute Art der Schwiegertochter zu schätzen, die sich zu einer ebenbürtigen Mitstreiterin entwickelte. Kurz nach dem Generationswechsel in Essen beginnt auch in Berlin eine neue Zeit. Wilhelm II. Kommt 1888 an die Macht. Und in seinem Regierungsprogramm spielt die Rüstungspolitik eine wichtige Rolle. Die Krupps zählen zu den Stützen des jungen Kaisers. Friedrich Alfred Krupp und auch seine Frau, die waren auf einer gesellschaftlichen Ebene mit dem Kaiser und mit der Kaiserin. Also das kaiserliche Paar hat Besuche gemacht in Essen und wurden eingeladen. Also das Persönliche spielte da sicher eine Rolle. Und es ist eine Wiederholung von dem Verhältnis von Alfred Krupp zu dem ersten deutschen Kaiser, zu Wilhelm I. Nur mit Friedrich Alfred Krupp und Wilhelm II. War das ein engeres Verhältnis als das mit dem Vater oder dem Großvater. Eine tiefe Freundschaft hat es ja nicht gegeben, sonst man hat sich ja doch mehr geachtet. Man muss überlegen, es waren zwei komplett sozial verschiedene Schichten. Es war das Kaiserhaus, es war der Hochadel und es war eine emporgekommene, großbürgerliche Familie, die eine immense Macht hatte durch diese Größe des Unternehmens, durch das Auftreten, durch das Geld. Aber im Prinzip war man immer noch Bürger und Kaiser. Aber man hat sich natürlich angenähert, verschiedene Gründe. Es gab einmal das ursächliche Interesse. Die Firma war der Hof- und Hauslieferant. Die Firma war das Aushängeschild auch politisch, also nicht nur wirtschaftlich, auch politisch nach außen. Zwischen Kaiser und Friedrich Alfred gab es ja auch viele Gemeinsamkeiten, sicherlich im Denken. Also es war das Aufkommen der Arbeiterbewegung. Man hat sicherlich gleich ähnliche Empfindungen gehabt, wo man sagte, das sind Dinge, die unser Lebenswerk oder unsere Einstellung oder unsere Politik stören werden. Also natürlich diskutiert man sowas. Es gab aber zum Beispiel keine innige Freundschaft zwischen den Frauen. Man hat nicht zusammen die Sommerferien verbracht. Also so war die Freundschaft nicht. Ich glaube, es war eine Funktionsfreundschaft, immer aber unter dem Bild und unter dem Schirm der doch großen unterschiedlichen sozialen Schicht. Das war einfach so. Manchen gilt Friedrich Alfred als willenloses Werkzeug des Kaisers. Als Krupp 1896 die Germania-Werft übernimmt, sieht es nach einem Gefallen für Wilhelm II. Aus. Wahrscheinlich ist es ein kühl kalkuliertes Geschäft des Firmenchefs gewesen, der sich Großaufträge erhofft. Der Staatssekretär im Reichsmarineamt, Konteradmiral Alfred von Tirpitz, organisiert die Erweiterung der Flotte.
Krupp unterstützt hinter den Kulissen das ehrgeizige Programm. Einige Zeitgenossen sind überzeugt, Krupp habe den geltungssüchtigen Monarchen vor seinen Karren gespannt. Wenn Wilhelm II. Nach Essen reist, heißt es im Volksmund, Lehmann holt sich seine Provision ab. Zwar erweist sich der Schiffbau als Millionengrab, aber die gesamten Rüstungsaufträge machen die Verluste mehr als wett. Es ist viel politische unter Friedrich Alfred Krupp. Erstens, weil es ja diese gewaltigen Marineaufträge gibt. Also besonders nach 97, 98, wo Tirpitz dann die neue Flottenpolitik einsetzt und die deutsche Weltpolitik einsetzt. Es sind diese gewaltigen Marineaufträge, aber da sind auch gewaltige Gewinne dabei. Und das wird zuerst von den Sozialdemokraten angegriffen, dann auch von den anderen Oppositionsparteien, von der Zentrumspartei. Er wird aber auch von Tirpitz selbst aufgegriffen. Also Tirpitz ist auch entsetzt über die Höhe dieser Gewinne, die die Firma Krupp mit den kaiserlichen Aufträgen macht. Und dann am Ende kommt noch der persönliche Skandal, wo die Opposition dann auch eine Möglichkeit sieht, den Kaiser mit hineinzuziehen in ein Feld von Skandal. Krupp ist eine feste Größe im wilhelminischen Obrigkeitsstaat. Der Kaiser betrachtet ihn als seinen Unternehmer. Doch die Angriffe aus dem Parlament verstummen nicht und so ändert sich zwangsläufig das Verhältnis der Firma zu ihrem wichtigsten Auftraggeber. Der politische Einfluss in Berlin schwindet. Schon kurz nach dem Tod des Vaters hat der Krupp-Erbe damit begonnen, die Villa Hügel in eine wohnliche Behausung zu verwandeln. Er lässt die alten Fenster durch neue ersetzen, die man öffnen kann. Eine riesige Bibliothek wird eingerichtet. Gemälde und Skulpturen sollen die tristen, feuersicheren Wände für die Familie erträglich machen. Zwei Töchter hat das Ehepaar Krupp. Die ältere heißt nach der Großmutter Bertha, die jüngere Barbara. Ein männlicher Erbe ist ausgeblieben. Im Lauf der Jahre haben sich die Eheleute immer weiter voneinander entfremdet. Friedrich Alfred erwägt eine Trennung von seiner Frau. Der Firmenchef ist seit frühester Jugend kränklich, leidet zeitlebens an Asthma und Rheumatismus. Wenn es die Geschäfte erlauben, verbringt er viel Zeit in den eleganten Badeorten Südfrankreichs und Italiens. Im Winter ist die Insel Capri sein bevorzugtes Refugium, wo er sich Kuren unterzieht und meeresbiologische Forschungen betreibt. Er finanziert sogar den Bau einer Serpentinenstraße, die Via Krupp genannt wird. Doch schon bald gibt es Gerüchte, der reiche Fabrikant aus Deutschland nutze die Abgeschiedenheit der Insel auch für exzentrische Ausschweifungen. Italienische Zeitungen behaupten, der mächtige Mann führe auf Capri ein Doppelleben. Die gelegentlichen Auftritte mit Ehefrau und Töchtern seien nur Fassade. Tatsächlich lebe der berühmte Gast dort seine homosexuellen Neigungen aus. Als der sozialdemokratische Vorwärts am 15. November 1902 die Vorwürfe veröffentlicht, lässt Krupp dementieren und verklagt die Redakteure. Alles sei ganz harmlos. Die Italiener hätten seine Großzügigkeit wohl missverstanden. Ein solcher Skandal, wie er eben um die Jahrhundertwende zur Zeit Kaiser Wilhelms II. Passierte, war grundsätzlich eine absolute Katastrophe, ein absolutes No. Ich meine, jeder wusste, dass es natürlich vorkam. Aber es wurde immer unter die Decke gekehrt, egal bei welcher Familie. Aber dass natürlich die herausragendste Familie Deutschlands ausgerechnet so einen Fall hat, das war natürlich ein Skandal. Eine Familie wurde natürlich über diesen Skandal, über meinen Urgroßvater Friedrich Alfred, des Öfteren gesprochen. Man muss zurückdenken wieder in die Zeit der 60er Jahre, 70er Jahre. Damals wäre das auch noch ein Skandal gewesen. Aus heutiger Sicht ist sowas ja gar kein Skandal mehr. Dass es damals ein dramatischer Skandal war, als das passierte, das ist klar. Und das hat natürlich die Firmengeschichte geprägt, das hat auch die Familiengeschichte geprägt. Drei Tage nach der Veröffentlichung des Artikels bittet Krupp um eine Audienz beim Kaiser. Doch zu dem Treffen kommt es nicht mehr. Friedrich Alfred wird am Morgen des 22. November bewusstlos in seinem Bett aufgefunden und stirbt noch am selben Tag. Wilhelm II. Gibt ihm persönlich in Essen das letzte Geleit.
Wie es mit der Firma Krupp weitergehen soll, ist unklar. Soweit ich weiß, hat Friedrich Alfred Krupp selbst eigentlich nicht sehr viel gemacht, um dieses Problem zu lösen. Seine Töchter waren eigentlich zu jung, als er lebte, und er ist sehr, sehr schnell und sehr unerwartet dann gestorben. Man weiß, dass er gedacht hat, dass keine Frau fähig sein könnte, an der Spitze eines solchen Unternehmens zu stehen. Bertha Krupp, die Alleinerbin, ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt.